So, Freunde des Curtain Openings, ich habe hier zwei wunderbare Damen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe es gerade echt überlegt, was du meintest. Zwei Sammelordner, zwei Boxen, zwei was? So, zwei wunderbare Damen und eine Mythical Mew Box, die wir jetzt zusammen aufmachen mit Kiro Hallo. und Sabrina, logischerweise. Jetzt öffne es endlich. Na, mach auf. Und Kiro ist eigentlich nur hier, weil sie wissen will, was ich denn ziehe. Genau. Es ist ja nicht so, dass André die Bilder von den Karten nicht hätte schicken können, aber nein, Kiro wollte live dabei sein. Von mir aus kannst du auch dabei sein, wenn ich die Chelebi-Box öffne. Chelebi. Ja, ich weiß, es heißt Chelebi, aber YOLO. Nein, es ist genauso wie Jirashi. Jirashi. Ja, so, komm, was das haben kann wir? kaum einer aussprechen, genau wie Arceus. Wir haben ein Pokémon 20 Years Blatt dabei. Ich werde mir holen, ich kann es schon mal sagen. Oh, Ich cool. werde mir holen. Mew, Celebi, Rachi, Darkrai, Manaphy, Shaymin, Victini, Cadeo und Meluetta. Ich lasse also Arceus und Genesect aus, weil die sind echt nicht so meins. Und von diesen EX-Boxen werde ich mir Charizard, Blastoise und Venusaur logischerweise holen. Also die originalen Starter. Und denkt immer dran, ihr könnt euch diese Mythical-Pokémon runterladen. Alle bis auf drei oder vier, dachte ich. Und die gibt es bei GameStop momentan bei uns, leider. Und wir wissen, wie GameStop ist mit Codes. Das sind die übelsten Pisser. Es ist Sackgang. So, ich habe ja die Box und ich will sie jetzt eigentlich auch euch mal zeigen. Da ist nämlich so ein Pin drin und zwei Booster-Packs. Und eine Special Mew-Karte. Und die Karten, also die Boxen gibt es bei Get to the Games. Könnt ihr euch bestellen. Den Code, E-Boxen gibt es nicht mehr. Die gab es bei Get to the Games. Den Code bekommt ihr nicht. Tut mir leid. Der ist meine. Mehr Booster sind da nicht drin. Nein, da sind Booster-Packs drin. Ja, bei das dem ist Preis. enttäuschend. Aber wir denken, dass diese Booster-Packs einzeln alleine schon 7 Euro kosten. So. Jetzt haben wir nicht nur einen Mega-Absol-Pin, jetzt haben wir auch einen New-Pin. So, und ich habe natürlich noch neue Sleeves geholt. Mega Charizard! Weil die einfach cool sind. Und ich kann auch holen. Da kommt da erstmal das Mew rein. Und ich habe ja noch eine Glurak-Box, die gibt es dann beim nächsten Mal. Also, wow. Das Geknister geht mir gerade so auf den Piss, aber es tut mir leid. So. Erstmal Mew eintüten. Erstmal Mew eintüten, genau. Ist voll glatt, das Mew. So. Sieht auf alle Fälle richtig cool aus. Und wie gesagt, fürs 20-jährige Jubiläum als TCG-Sammler ist es mal eine schöne Karte. Und es ist Mew. Und es ist Mew. Mew muss man einfach haben. So, ich werde gerade jetzt eingeschrieben. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Wow. Kann man bitte jemand die Game Ich schreiben, dass wir schreibe. gerade ein Opening aufnehmen? Ja, na, meine Tastatur klickert so extrem. Und dann Mach schreib bitte. schnell und leise. Ja, So, wenn wir ich haben will. Turtok und Bisaflor. Welche soll ich denn zuerst aufmachen? Weil Turtok mehr Style hat, fang an mit dieser Floor. Alles klar. So. Wenn du es dann aufkriegst. Ich hoffe, du ziehst eine Vollart. Hat der doppelte Chance? Ja, ich weiß, da hast du allgemein Echt? sehr, sehr große Chancen, Okay. gute Karten zu ziehen. Vielleicht sind die deswegen so teuer. Das ist so toll. Der Kartentrick bleibt gleich. Hast nur drei Seiten halt mit der Reverse. So, wir haben ein Glumanda. Oh. Ein Immakuni. Oh mein Gott. Er hat extra eine Karte drauf. Clement, Clefairy, Ponyta, Magikarp, eine normale Fehlenergie mit Streifen dahinter. Oh mein Gott, ein Sieht so cool Reverse aus. Rihorn. Wir ziehen eine Gardevoir EX. GZ, und ich sag doch, ich hoffe, nicht zu voll. Und ein Tauros. Und das sind teilweise Reprints, teilweise von den ganz ersten, also von den allerersten Karten und auch Reprints von neuen Karten. Auf einmal Trassler und Kirri, ja, ach, das ist ja süß. Sehr schön. Tauros ist ein Reprint von, ich glaube, von Jungle, aber mit den Stats aus XY, also der Attacken. Ist auch ganz gut so, weil ansonsten würde es nämlich auch nichts mehr groß bringen. So, da haben wir unsere erste EX-Karte. Oh. Sehr schön. Die ist so wunderschön, diese EX, die habe ich aufgezogen. Oh. Oh. So, jetzt der nächste Booster, nee, der nächste und letzte Booster, Turtok. Ich hoffe, jetzt siehst du Mega Gardevoir EX. Das wäre Also, cool. Full Art.
So, 1, 2, 3. Ich muss euch auch den Mew-Pin zeigen, fällt mir gerade mal so auf. Er ist nicht so interessant. So. Oh Gott, ein weibliches für ihn genannt. Wobacht. Die Pokémon Center Lady. Oh. Der Pokémon Fanclub. Dodo. Oh Gott, sieht das cool aus. Tangela. Gastly, auch schön das gemacht. Das ist cool. Eine Psychoenergie. Eine Holo-Stahlenergie. Die schönsten Energiekarten überhaupt. Ah, oh, jetzt bin ich neidisch. Eine Sylveon EX und ein Rapidash. Oh, das ist ja geil. Alter. So. Na, Kiro neidisch. Und so macht man eine Kiro neidisch. Ich war kurz davor, meine zu öffnen, meine Chilevi-Box, aber dann fing meine Mutter an zu staubsaugen. Oh. So. Dadurch, vielleicht hast du ja da in Sylveon drin. Dadurch, dass die Stahlenergie auch selten ist. So, da haben wir doch schon mal gute Puls gehabt. Die schönsten Energiekarten überhaupt. Ja, das stimmt. Mit diesen Streifen, das finde ich cool. Das heißt, die normalen. Ja. So, da haben wir doch schon mal ganz gut gezogen für die erste Box. Übrigens, der Mew-Pin nochmal. Unwichtig. Ja, unwichtig. wir haben eine Holo-Stahlenergie, die richtig geil aussieht, finde ich. Ich hoffe, die ziehe ich auch online. Wir haben eine Sylveon EX. Wir haben... Die Kiro nicht hat. Vor allem wie das Evoli, dem Sylveon einfach mal in die Schleife beißt. Mhm. Du hast jetzt den Schwanz gesagt. Ich habe jetzt überlegt, aber dafür mal ein Nennen, es ist eine Schleife. Dann haben wir Gardevoir EX und natürlich... Allgemein ist das ein Bändchen. ...unsere Mew-Karte, die als Gift zu jeder Box beiliegt. So, das war's von mir. Guckt bei Kiro rein. Ich hoffe, ich werde sie verlinken. Ansonsten darf Kiro natürlich gerne Werbung unter meine Videos für sich machen. Ansonsten beim nächsten Mal. Ansonsten, genau, beim nächsten Mal. Ich kenne dich, du bist zu faul. Genau, ich bin einfach zu faul. Ich glaube, den Mew-Pin mache ich mir in meine Federtasche. Mach doch. Kannst du auch absurd dran machen, wenn du willst. So, kann ich tun, ne? Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Da gibt's dann die Glurak-Box. Moment, ich kann es euch schon mal zeigen. Oh, Mann. Wenn ich sie finde oder rankomme. Such. So, da gibt's dann die Box hier, Glurak. Mit der großen Glurak-Karte und 4 Generations-Boostung diesmal. Und da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Ich hoffe, wir ziehen dann auch die Mega Glurak EX. Die gibt es nämlich als Extra-Variante, also mit die blaue, die ihr gerade im Hintergrund hier seht. Ich hoffe, du ziehst auch ein Felinara. Warum willst du tauschen? Nein! So, wie gesagt, was du von mir haben willst. Genug, Kiro, genug. Kiro hat viel anzubieten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.